Hallo zusammen und willkommen zu meinem Let's Play von Might & Magic 10 Legacy in der Early Access Version. Vielen Dank nochmal an die Jungs und Mädels von Ubisoft, dass sie mir das zugeschoben haben. Dadurch können wir jetzt schon ein wenig früher in das Spiel reinschnuppern und gucken, wie das denn so ungefähr werden wird. Allgemein zu Might & Magic, die meisten Leute werden das kennen, denke ich. Also entweder die Might & Magic Reihe, das RPG aus der ISO-Perspektive oder halt Heroes of Might & Magic, das Strategiespiel. Die Welten waren bisher jedoch nicht wirklich miteinander verbunden. Das haben jetzt die Leute von Ubisoft geändert. Die haben halt das ganze Franchise rebootet, wie man so schön sagt. Neu angefangen und wollen das Ganze jetzt besser zusammenführen. Das macht auch in meinen Augen einigermaßen Sinn. Das Legacy basiert sich darauf, dass sie nicht jetzt wie bei Might & Magic 6, 7, 8 und 9 das Ganze in so einer freien 3D-Welt halten wollen, sondern eher wie die früheren Teile, also 1 bis 5. Was ich auch ganz okay finde, denn ab Teil 6, also allgemein Might & Magic 6 und 7 haben mir am besten gefallen. Aber ab Teil 6, als es anfing mit dem komplett frei bewegen, merkte man schon, dass die Macher ein bisschen Probleme hatten, mit der aktuellen Technik hinterherzukommen. Es ist halt ein Wettlauf damals gewesen und die Might & Magic-Reihe hat das nicht so wirklich gut mitgemacht. Also ja, es hat definitiv tierisch Spaß gemacht, aber man hätte wesentlich mehr draus machen können und es hat auch nicht so schön gealtert. Also wenn ich mir jetzt World of Xena angucke, ist das alles schön abgerundet, es hat halt seinen Charme zum Beispiel, also World of Xena ist Might & Magic 4 und 5, hat alles seinen Charme, ist in sich geschlossen. Aber wenn man 6 und 7 spielt, dann kommt einem schon so ein leichtes Kribbeln, weil die Grafik so unpassend ist, halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Deswegen wohl der Schritt zurück, in Anführungszeichen, auf die Tile-Based Movement. Also es ist, man hat ein Feld und dann geht man ein Feld und geht ein Feld weiter und so weiter. Das ist keine komplett 3D-Umgebung. Man kann sich zwar auf einem Feld umgucken, aber nicht frei steuern. So ähnlich wie bei Legend of Grimrock. Das wird ja auch vielen meiner Zuschauern was sagen. Aber ja, wir wollen jetzt da reingucken. Das Spiel ist, wie jetzt schon erwähnt, in der Early Access. Das heißt, es ist noch nicht alles da. Es sind noch nicht alle Klassen vorhanden. Die Spielwelt soll nur ungefähr 20% sein, wenn überhaupt. Es fehlen noch andere Erweiterungen. Es fehlen Soundeffekte, Grafiken und so weiter. Also davon sollen wir uns nicht beirren lassen. Und was ich auch ganz akkurat finde von den Jungs und Mädels von Ubisoft, dass sie eine Liste mitgegeben haben. Also normalerweise kenne ich das so. Wenn man sowas mitmacht, dann sagen die, ja, es können Fehler auftreten, es ist halt noch kein endgültiges Produkt, falls ihr was findet, sagt Bescheid. Und dann sitzt man da und dann kommen nach und nach die Fehler. Die Leute hoffen dann wohl, dass man nicht über alle Fehler stolpert, damit man nicht alle Fehler aufzählen kann. Aber hier ist es ganz anders gelaufen. Hier habe ich eine PDF bekommen mit einer ganzen Liste und wie man die Fehler auch beheben kann. Das heißt, wenn wir auf Bugs stoßen, können wir gucken, ob die bekannt sind oder nicht und können dann dementsprechend auch das Ganze weiterleiten. Aber ja, wir wollen jetzt das Spiel sehen. Start. Spielmodus wählen. Krieger oder Abenteurer? Da ist schon die erste Anspielung wegen Heroes of Might & Magic. So sahen nämlich die Fußvolkritter da aus. Ich glaube ab Teil 5. Ja, es kommt hin. Aber gut. Diese Schwierigkeit beinhaltet härtere Gegner und höhere Preise für Ausrüstung und Dienste. Wählt diesen Modus, wenn ihr eine größere Herausforderung sucht. Ich suche momentan nicht wirklich eine Herausforderung. Ich will einfach nur gucken, wie das Spiel ist. Und hab nicht unbedingt Lust, stundenlang an Monstern rumzugrinden. Also wohl das hier. Dies ist die Standardschwierigkeitsstufe des Spiels. Wählt diesen Modus, wenn ihr euch an Handlungen und Aufträgen bei mäßiger Schwierigkeit erfreuen wollt. Wenn die Formulierung ein wenig anders wäre, dann... Nee. Mäßige Schwierigkeit. Aber na gut. Euch zuliebe nehme ich das mal. Select Party Creation Mode. Das ist übrigens auch einer der Fehler, die schon aufgelistet wurden, also in deren Liste. Nicht alle Texte wurden in alle Sprachen übersetzt, aber das wird definitiv gefixt. Also wir haben manuelle Zusammenstellung, stellt eure Gruppe ganz neu zusammen, wie man das so kennt. Dann eine Standardgruppe, für neue Spieler empfohlen, die vorgegebene Gruppe kann noch verändert werden. Und zufällige Zusammenstellung. Erzeugt eine zufällig zusammengestellte Gruppe, die anschließend noch verändert werden kann. Das finde ich ein wenig komisch. Warum sollte man sich zufällig eine Gruppe generieren lassen wollen? Also ja, vielleicht um Inspiration sich zu holen, wie man eine Gruppe zusammenstellen könnte, aber...
Wir nehmen manuelle Zusammenstellung. Wir haben zur Auswahl Menschen, Elfen, Zwerge, Orks. Wir haben 4 Charakterslots. Das heißt, wir brauchen einen Tank, einen Dieb, einen Magier, einen Kleriker. Wie in jedem RPG dieser Art, denke ich mal. Ork klingt doch schon mal wie ein guter Krieger. Jeder Dämon zugefügte Schaden steigert sich um 20%. Kritischer Schaden steigert sich um 20%. Und 20% Chance, negativen Zuständen zu widerstehen. Klingt ganz gut. Zwerg. Widerstand gegen Feuermagie von 10 und 2 zusätzliche Lebenspunkte pro Vitalitätspunkt. Oh, das klingt sehr gut als Tank. Ha. Also ja, Zwerg wird dann wohl der passive Tank sein und Ork eher ein Krieger, also was aggressiveres. Nahkämpfer. Was haben wir noch? Elfen, Ausweichwert von 5, was eigentlich auch ganz praktisch wäre für einen Kämpfer. Und Mensch, 8 freie Fertigkeitspunkte. Es kann aber nicht so wirklich mit den Boni hier mithalten. Also es scheint fast so, als müsste man Zwerge oder Orks spielen, wenn man Krieger spielen will. Muss ich jetzt zugeben, finde ich jetzt nicht so schön, dass man da in Rollen gezwungen wird. Aber es macht doch ein wenig Sinn. Also wenn ich jetzt bei Baldur's Gate 2 zum Beispiel einen Barbaren spiele, dann werde ich auch einen Halborg spielen und nicht einen Elfen. Aber ja, also wir nehmen jetzt einen Zwerg. Fortsetzen. Wir haben leider nur die Wahl, den Verteidiger zu nehmen. Die anderen Klassen kommen erst später. Das ist dann okay. Die Verteidiger aus Grimmstahl-Clan können Angriffe ihres Feindes mit der Dauerhaftigkeit eines Felsens widerstehen. Benutzen also Schilder. Wir nehmen Dreck. Und wir können eine Stimme wählen. Okay. Das finde ich auch sehr schön. Das gab es auch in den älteren Magic-Teilen, dass man sich Motri ausgewählt hat, auch wenn die Auswahl hier nicht ganz so groß ist. Und dann hat auch eine Stimme. Und teilweise passt die Stimme gar nicht zum Motri. Aber gucken wir mal hier. We're here to help. Wait, something's not quite right. Ja, doch. Und was bist du? I'm no expert, but this looks valuable. Das sieht wertvoll aus. Don't we have better things to do? Ja, doch, ich glaube, ich bin den Zynischen. Und du heißt nicht Live, du heißt Derek, verdammt. Nicht Tirigi. Derek. So, fortsetzen. Was haben wir da? Anfangsfertigkeiten übrig 2. Angewählt. Abgewählt. Ja, wie gesagt, an der Übersetzung wird noch gearbeitet, nehme ich an. Er benutzt also Äxte bisher und Schild. Rest ist nicht ausgewählt. Er kann Feuermagie benutzen. Kann bis zur Expertenstufe verbessert werden. Das ist ja interessant. Hat er das wegen der Klasse Verteidiger oder weil er Zwerg ist? Okay. Also kann wohl doch jeder so ein bisschen von allem. Aber die Klassen an sich spezialisieren sich dann auf etwas. Also wird auch Magier einigermaßen kämpfen können. Okay. Also Axt behältst du, das ist okay. Armbrust. Also das war das erste, was ich bei Might & Magic 6 gemacht habe. Und auch bei 7. Sobald ich eine Heldengruppe hatte, bin ich sofort in das nächste Geschäft, habe Bogenfertigkeit gelernt, einen Bogen gekauft und habe dann aus der Entfernung immer nur A-A-A-A-A-A-A gedrückt, bis alle Gegner tot waren. Das geht am Anfang ganz gut. Ich glaube, das mache ich hier auch mal. Also ja, Armbrust gewählt. Was haben wir noch? 2 Waffen kann ich benutzen, beidhändig kann ich benutzen. Ja, ist ja auch ein Schildtank, das ist okay. Kriegsführung. Ein geübter und erfahrener Krieger kann das Blatt für seine Gruppe oft durch seinen ausgefeilten Kampfstil wenden. Der Experte in Kriegsführung kann schwächere Kameraden schützen oder die größere Bedrohung ausschalten, indem er sich auf einen Gegner konzentriert und ihm massiven Schaden zufügt. Das ist jetzt aber nicht Spotten, oder? Anfangsfähigkeit, Herausforderung. Doch, das klingt nach Spotten. Das nehme ich doch auch mal. Das heißt, er hat keine schweren Rüstungen, keine mittelschweren Rüstungen. Jedenfalls am Anfang nicht. Aber wir werden wahrscheinlich früh genug noch Fähigkeitspunkte bekommen. Aber guck mal, was es noch so gibt. Ausweichen, das ist, glaube ich, selbsterklärend. Ausdauer ist für mehr Lebenspunkte.
Können mehr Schaden verkraften als Image-Streiter, ja. Mystik. Ist wohl nicht für ihn jetzt ganz so wichtig, aber ich erkläre es trotzdem mal. Alles, was hier noch so ist. Weil wir werden ja auch bestimmt noch Magier und einen Priester haben. Also Mystik. Durch die Anwendung besonderer Meditationstechniken und die Anrufung der Geisterwelt kann ein himmelgebungsvoller Student der Magie sein eigenes Mana-Reservoir deutlich steigern. Okay, das ist also das Äquivalent zu dem Meditation-Skill, den es früher gab. Bin ich ein wenig komisch, dass ich nicht Meditation gelernt habe, aber das ändert sich vielleicht noch. Arkane Disziplin. Kann er auch lernen? Und hilft ihm, magische Angriffe zu widerstehen. Ja. Magischer Foki. Meister der Foki können die Intensität ihrer Zauber auf ein kritisches Niveau anheben. Ja, okay, also mehr Schaden, Zauber widerstehen, mehr Mana. Also alles für die Magier wichtig und die Schulen sowieso. Noch andere Waffengattung und das war's dann wohl an Skills. Okay, ist recht übersichtlich geworden. Also sowas wie Identify Monster, Identify Items sehe ich nicht. Ich sehe kein Perception, kein Lockpicking. Ist alles ein wenig abgespeckt. Finde ich nicht so eine gute Entwicklung, muss ich ehrlich sagen. Aber gucken wir mal, wie es im Spiel später umgesetzt ist. Fortsetzen. Wir haben 5 Punkte übrig für Macht. Steigert den Nahkampfschaden und die maximale Lebenskraft pro um 1 pro Attributspunkt. Magie ist wahrscheinlich nicht so wichtig für ihn, aber ich gehe es trotzdem einmal durch, für die späteren Charaktere nachher. Steigert maximale Mana-Menge um 1 Punkt. Ah, steigert die magische Kraft und die maximale Mana-Menge um 1 Punkt. Okay, also auch mehr Schaden wahrscheinlich mit Zauber. Wahrnehmung erhöht Fernkampfangriffe und alle Angriffswerte. Also auch die Chance zu treffen wahrscheinlich. Glück, kritische Treffer und Ausweichen. Vitalität steigert die Lebenskraft um 9 Punkte pro Attributspunkt. Okay. Also wichtig für ihn in der Reihenfolge bisher wäre wohl Vitalität, dann Macht, dann Wahrnehmung, dann Glück. Was machst du? Geist, Macht, maximale Mana-Menge um 3 pro Attributspunkt. Okay, also wenn man viel Mana hat, steigert man Geist. Und wenn man nur ein bisschen Mana haben will, dafür mehr Schaden, Magie. Ja, okay. Wir erhöhen erstmal für ihn 2x Vitalität. 2x Macht und 1x Wahrnehmung, wenn er häufiger trifft. Oh, und damit wird unser erster Charakter fertig. Sehr schön. So, jetzt bräuchten wir eigentlich einen Dieb. Gucken wir mal, was es da so gibt. Menschen können nur Freimagier sein. Elfen können Waldläufer sein. Waldläufer ist dann wohl am ehesten sowas wie ein Dieb. Ja, also dass die Klassen jetzt an die Rassen gebunden sind, ist ja schön und gut, aber es sollten dann wirklich mehr sein. Also ja klar, ist Early Access, ist nur eine Klasse vorhanden, aber selbst 3 später sind nicht ganz so viele. Okay, fortsetzen. Severin, nein, du bist Mürrem. Du bist Mürrem. Heroisch. Such a beautiful forest. It reminds me of home. Wait, something's not quite right. Warum sprechen die alle mit einem Londoner Akzent? Ist ein wenig verstörend bei Elfen. Zynisch. Nee, Mürrem ist nicht zynisch. Jedenfalls nicht so. Ist okay. Also heroisch. Fortsetzen. Sie hat ausgewählt Dolch und Bogen. Ja, also Dolch passt schon mal zum Dieb. Bogen zum Ranger, also Waldläufer. So wird alles okay. Kann beidhändig kämpfen. Erinnert an einen Tänzer, der einen undurchdringlichen und tödlichen Wirbelwind aus nacktem Stahl um sich erzeugt. Sehr dramatisch. Sie braucht unbedingt ausweichen, da sie nicht so viele Lebenspunkte haben wird wie Tirik und so nicht so schwer Rüstung trägt. Sie kann Luftmagie und Erdmagie.
Ich glaube, ich nehme mit ihr Luftmagie. Dann kann sie die Magier unterstützen, was Schaden angeht. Also auf Distanz. Kann bis zur Meisterstufe verbessert werden. Also normalerweise in Mighted Magic war es so, es gab Expertenstatus, dann Meisterstatus und dann Großmeisterstatus. Das heißt, sie könnte schon relativ hohe Zaubersprüche sprechen und Luftmagie hatte fast immer Blitzstrahlen, sehr mächtigen Zauber. Ich glaube, ich nehme das mal und guck mal rein. So, weiter. Machtmagie, Wahrnehmung. Als Waldläuferin Wahrnehmung wichtig. Und für den kleinen extra Umflug die Zauber wahrscheinlich Magie. Also machen wir mal 3 auf Wahrnehmung. Oh, Vitalität ist so gering. Brauchst ja auch mehr. Okay, 3 auf Wahrnehmung, 1 auf Vitalität, 1 auf Magie. Hat sie nicht ganz so viel Mana, als wenn ich es auf Geist gesetzt hätte. Aber dafür macht es dann wenigstens mehr Schaden. Sie hat immer noch ihren Bogen. Ja, okay.